Hochzufrieden zeigte sich Bundesbildungsministerin Johanna Wanka bei ihrem Besuch in Frankfurt. Denn das vor 5 Jahren ins Leben gerufene Deutschlandstipendium sei eine Erfolgsgeschichte. Über 24.000 Studierende konnten im vergangenen Jahr mit je 300 Euro monatlich unterstützt werden. Zur Hälfte bezahlt vom Bund, zur anderen Hälfte von privaten Förderern, die von den jeweiligen Universitäten akquiriert werden. Es zeigt sich, dass unsere ursprüngliche Annahme, dass es dort besonders einfach ist, wo die Wirtschaft boomt, dass das gar nicht der Fakt ist, sondern dass es ganz entscheidend davon abhängt, wie sich die Hochschule engagiert, dass also auch in ländlichen Regionen Hochschulen sehr erfolgreich sein können. Und man sieht, dass Hochschulen, die Jahr für Jahr sich darum bemühen, eine steigende Tendenz haben, langfristig Förderer zu gewinnen, so wie hier diese Frankfurter Universität das geschafft hat. 520 Studierende werden an der Goethe-Universität im aktuellen Jahrgang gefördert. So viele wie an keiner anderen nicht-technischen Hochschule Deutschlands. Und das aus allen Fachbereichen. Ein Querschnitt der gesamten Studierendenschaft an der Goethe-Uni, so deren Präsidentin. Und damit beileibe keine Elitenförderung, wie Kritiker gerne monieren. Also wenn man sich anschaut, wer die Stipendiaten sind, sieht man, wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil von Stipendiaten mit Migrationshintergrund, einen sehr, sehr hohen Anteil, ca. 50% von Studierenden aus sogenannten bildungsfernen Familien, also wenn Sie so wollen, akademischen Ersttätern. Und alles, was man so an demografischen Merkmalen in der Gesamtstudierendenschaft hat, finden wir da wieder. Also da wird nicht nach irgendwelchen abstrusen oder vermeintlich falschen elitären Kriterien gesiebt, sondern das ist wirklich ein Stipendium, wo es darum geht, zu gucken, hat jemand sein Studium im Griff, aber tut der oder diejenige auch noch was über das Studium hinaus für andere. So wie diese drei hier. Stellvertretend für ihre Kommilitonen berichteten Markus Dreves, Mai Nguyen und Marcel Jüngling bei der erstmals nicht in Berlin, sondern in Frankfurt stattfindenden Jahresveranstaltung des Stipendienprogramms von ihrem Einsatz außerhalb des Studiums. Mein Hauptengagement ist im Sport, und zwar Kunstradfahren heißt die Sportart. Und dort bin ich im Bezirk Hessen-Darmstadt als Trainer engagiert und darüber hinaus noch im Hessischen Radfahrerverband und dort auch im Fachausschuss. Ich habe in einer Jugendgruppe gearbeitet mit Kindern und Jugendlichen über die Stadt Augsburg. Ich habe in einem Schachverein Nachwuchsarbeit betrieben, im Sozialkaufhaus gearbeitet, Texte für eine Menschenrechtsorganisation geschrieben, also eigentlich recht breit. Ich unterrichte Deutsch für Geflüchtete. Genau, und engagiere mich noch bei den Papierpilzen Frankfurt. Das ist so eine Stipendiatengruppe, Studentenorganisation. Und wir sammeln einseitig bedrucktes Papier über das Semester und veranstalten dann Aktionstage, wo wir dann Studenten die Chance geben, aus diesem Papier neue Blöcke zu binden, sodass wir dieses Papier nicht wegschmeißen müssen. Die Vernetzung zwischen Studierenden, der Hochschule und den Förderern ist mehr als nur ein angenehmer Nebeneffekt des Stipendienprogramms. Wirtschaftsunternehmen etwa sichern sich durch ihre Unterstützung frühzeitig den Kontakt zu den besten Fachkräften von morgen. Und die Stipendiaten erfahren eine nicht allein finanzielle Wertschätzung ihrer Leistungen. Das begleitende ideelle Förderprogramm bietet ihnen die Chance, ihr Engagement in betreuten Projektgruppen weiter auszubauen.